Ja, moin ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu einer Rezension, zu einem Buch, was ich mir ausnahmsweise mal ausgeliehen habe. Das mache ich ja eigentlich eher selten, aber ich habe mich mit zwei Freunden getroffen, die ich aus der Berufsschule kenne, von der Buchhandelsberufsschule. Und wir haben gesagt, wenn wir uns treffen, nimmt jeder zwei Bücher mit, sodass wir uns gegenseitig Bücher ausleihen können, die wir toll fanden und danach ein bisschen drüber sprechen. Und ich habe das erste Buch von der lieben Svenja, liebe Grüße an dich, an der Stelle habe ich jetzt durchgelesen. Und zwar ist es Gott bewahre von John Niven, ist im Heine Hardcore Verlag erschienen und kostet 9,99 € als Taschenbuch. Ja, ich kannte das vom Cover her tatsächlich schon, hatte das gesehen, aber es hat mich so jetzt nicht so angesprochen, dass ich es mal in die Hand genommen habe. Und als mir meine Freundin aber dann erzählt hat, worum es ging, fand ich das tatsächlich so schön skurril, dass ich dachte, oh, das ist genau meins, da muss ich unbedingt reinlesen und das Buch muss ich lesen. Ja, worum geht es? Es geht hier um Gott zuallererst. Und zwar ist Gott angeln gegangen. Und er war eine Woche weg und kommt wieder und er fällt aus allen Wolken, wortwörtlich fast schon. Denn was er sieht, was auf der Erde los ist, während er weg gewesen ist, was da passiert ist, kann er einfach nicht fassen. Dazu muss man wissen, dass ein Tag im Himmel sind ungefähr, glaube ich, 57 Jahre auf der Erde. Das heißt, er war ungefähr von 1600, schieß mich tot, bis heute, also das Buch spielt 2011, war er im Urlaub. Somit hat er zwei Weltkriege nicht mitgekriegt und so viel, die ganze Umweltgeschichte und naja, so viel Krieg und Hass und so, und er fängt erstmal zu kreischen an, zu heulen an, und dann sagt er so, das geht gar nicht, mein Sohn Jesus, der muss wieder auf die Erde. Er muss das wieder gerade biegen. Jesus ist davon eigentlich überhaupt nicht begeistert, denn er sitzt am liebsten mit, war das Jimi Hendrix? Auf jeden Fall mit irgendeinem Rockstar zusammen und spielt mit ihm Gitarre und kifft ordentlich dauernd, und er ist ein ziemlich gechillter Bursche und möchte jetzt eigentlich nicht nochmal auf die Erde, weil das war ja ziemlich ziemlich anstrengend und ziemlich hart für ihn. Nun macht er das aber tatsächlich und er wird wiedergeboren, so dass er 2011 dann um die 30 wieder ist. Und er soll die Menschen wieder bekehren. Aber wie soll er das anstellen? Zuerst versucht er es im Kleinen. Er versucht, Menschen auf der Straße aufzugabeln, Obdachlose und denen Essen zu verschaffen. Und lebt in einer WG mit zwei anderen Rockern, und die haben, also was heißt Rockern, aber die haben halt diese Leidenschaft der Rockmusik und sie spielen zusammen in einer kleinen Band. Also er versucht es erst im Kleinen, bis er schließlich auf eine Werbetafel trifft, wo ein, ja, sowas ähnliches wie Popstars, halt so eine Talentshow angekündigt wird. Amerikas Top-Talent, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Auf jeden Fall wollen sie da mitmachen, um, die einen sagen, also seine anderen Bandmitglieder sagen, um ein bisschen größer rauszukommen. Und Jesus sieht natürlich dort auch ein bisschen seine Chance, um mehr Menschen zu erreichen. Und wie viele Menschen er erreicht, das kann er vorher noch gar nicht, ja, erdenken. Und er nennt sich natürlich, er verstellt sich nicht, nennt sich immer noch Jesus Christus oder auch JC. Ja, und wie er genau die Menschen bekehrt und was für Rückschläge er hält und was er alles erreicht, das dürft ihr denn selber lesen, wenn ihr da Lust zu habt. Also ich fand diese Idee einfach total skurril und klasse. Besonders der Anfang spielt halt im Himmel, ist in mehrere Teile aufgeteilt. Der erste Teil spielt halt noch im Himmel, wo wir Gott kennenlernen, aber auch als er dann diese Konferenz einberuft, was man jetzt machen soll angesichts dieser ganzen Probleme auf der Erde sind, treffen wir auf Matthäus, auf Petrus, und in dieser Konferenz ist sehr lustig. Dann gibt es noch einen Abstecher in die Hölle. Also das ist wirklich dieser skurrile Teil. Nachher, wo Jesus denn auf die Erde kommt, wird es ein bisschen normaler, sage ich.
ein bisschen bekannter und liest sich beides aber auch lustig weg. Ja, wie man schon merkt, mir hat das wirklich gut gefallen. Es war lustig und ja, eine tolle Idee. Aber ich habe auch Kritikpunkte. Und zwar, die sind mir gleich zu Anfang aufgefallen und ich fand das einfach zu krass. Es ist sehr, sehr vulgär. Also gut, Jesus kifft, aber es kiffen wirklich alle im Himmel und alle sagen mindestens im zweiten Wort Scheiße, Ficken oder irgendwas. Und ja, das fand ich einfach too much. Auch in der Hölle, da, also, waren halt auch viele bekannte böse Gesichter, die dann halt jetzt ihre Strafe bekommen. Aber es war einfach zu krass geschildert, was da alles passiert. Das musste nicht sein. Es hätte eine skurrile Idee weiterhin sein können. Es hätte meinetwegen auch Jesus sein können, der total bekifft ist dauernd. Aber dass alle da kiffen müssen im Himmel und ja, weiß ich nicht. Und auch auf der Erde, was passt immer ab und zu passiert. Das ist einfach manchmal zu vulgär und zu heftig gewesen. Ich denke, es war so gewollt, aber mir war es einfach zu heftig. Hätte man weglassen können. Denn der zweite Kritikpunkt ist, dass hier natürlich ganz, ganz viel Gesellschaftskritik angewandt wird von dem Autoren. Natürlich unter dem Deckmantel des Komischen und dieser skurrilen Idee. Und es lässt sich toll weglesen. Aber es wird hier alles, egal was hier an Kritik zu üben ist, an unserer Erde, an unserer Gesellschaft, Umweltpolitik, Politik allgemein. Das wird hier angesprochen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass hier doch der erhobene Zeigefinger ist und dass hier sehr schwarz-weiß gemalt wurde, was ich ein bisschen schade fand. Ja, also dieses Vulgäre, das war am Anfang sehr, sehr krass, dieser Teil im Himmel. Und nachher, wo Jesus denn auf der Erde wird, da wird das wohl Vulgäre etwas zurück, obwohl es auch manchmal heftige Szenen gab, aber da ist es ein bisschen zurückgefahren. Dafür ist dieses Gesellschaftskritische sehr, sehr im Vordergrund. Aber ich muss sagen, besonders auch das Ende, es hat mich wieder besänftigt. Wir lernen viele Charaktere kennen, die Freunde von Jesus werden und die er wirklich hilft. Und Jesus lernt man tatsächlich lieben, und er ist wirklich so eine entwaffnend ehrliche und tolle Persönlichkeit irgendwie, dass man ihn einfach gern haben muss und wie man sich das auch so vorstellen kann. Und es ist ein Ende, was einerseits wirklich dramatisch und auch irgendwie krass ist, andererseits auch herzerweichend und auch ein Happy End irgendwie. Und ja, also das Ende hat mich wirklich wieder besänftigt und kommen viele tolle Sachen rüber. Ja, Freundschaft und Nächstenliebe, was hier auch ganz gut reinpasst. Nachher ist wieder ein bisschen Komik dabei. Und ja, dieses Vulgäre, das habe ich dann ein bisschen dadurch ausblenden können. Ja, ich kann trotzdem sagen, obwohl ich angefangen habe und nach den ersten 60 Seiten habe ich gedacht, nee, das willst du nicht weiterlesen, das muss ich mir einfach nicht antun. Ich bin glücklich, dass ich weitergelesen habe, denn nachher hat sich das, wie gesagt, gegeben und auch die ganzen anderen Charaktere, die man hier kennenlernt, die sind einfach toll gezeichnet und lustig. Natürlich gab es immer noch auch lustige Momente. Es ist allerdings nicht mehr so skurril wie am Anfang. Ich habe manche anderen Rezensionen ja auch gelesen und das hat manchen dann nicht mehr so gut gefallen, dass der Anfang echt gut angefangen hat, so skurril und lustig und nachher wurde es dann halt nicht mehr ganz so ein bisschen stiller. Aber mir hat tatsächlich der stillere Teil vielleicht auch ein bisschen besser gefallen. Aber vielleicht auch, weil es nicht so vulgär ist. Naja, schade drum um diese zwei Kritikpunkte, dass es nicht ganz so krass gesellschaftskritisch war und nicht, vielleicht nicht ganz so oft Scheiße und Ficken und was weiß ich, irgendwas angedeutet wurde und passiert ist, dann wäre es noch besser gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich bin froh, dieses Buch kennengelernt zu haben, weil ich sonst wahrscheinlich nie gelesen hätte. Und mal gucken, weil ich das ja wieder zurückgeben muss. Das Buch werde ich es mir vielleicht bei Rebuy gebraucht holen, weil ich es einfach doch gerne in meinem Regal stehen hätte. Ja, das war's. Das war meine Rezension. Ich bin gespannt, ob ihr das Buch vielleicht auch kennt, ob ihr es gelesen habt und ob ihr mir dazu etwas erzählen könnt, eure Leseerfahrungen.
Und natürlich alles andere, was euch einfällt. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao, ciao.